Und damit herzlich willkommen zurück zu Spyro, Year of the Dragon. Oh, hoppsala. Da müssen wir jetzt mal schauen, wo es hier weitergeht, wa? Wir haben das eine Portal aber auch noch nicht komplett. So, gerade meine Fenster sortieren. So. Gut, Wolkenstürme und so haben wir auch komplett. Das Einzige, was uns wirklich komplett fehlt, ist Schmelzkrater. Aber dafür brauchen wir erst noch eine andere Fähigkeit. Der Ballon ist bereit, Sir. Spring einfach auf! Okay, okay. Hoffentlich ist er sicher. Dann komme ich schon in die nächste Welt, Gartenstadt. Wo wir bestimmt unseren Geldgeier wieder treffen werden, der uns dann eine neue Fähigkeit gibt gegen natürlich ein paar Edelsteinchen. Wer hätte das anders gedacht? Hör mir genau zu, du dummes Girl. Ich frage dich zum allerletzten Mal. Warum zum Donner ist dieser verflixte Drache noch hier? Ich wollte ihn verjagen, Eure Hoheit. Aber er hat einfach vor gar nichts Angst. Vor nichts Angst? Vor nichts Angst? Wozu habe ich dich all die Jahre trainiert? Benutz etwas Magie. Hier, ein Zauberbuch. Ruf ein Monster und mach ihn fertig. Fertig machen? Egal, wie du es anstellst, nutzloses Gehör. Hauptsache, du wirst ihn los. Okay, was haben wir denn hier? Das sollte klappen. Ihr könnt mich hier nicht für immer einsperren. Luna, lass mich hier bloß raus. Das ist inakzeptabel. Du, komm her. Oh je. Das ist ein großes Monster. Ja, der sieht dezent grimmig aus, der Gute. Und da ist der Pinguin, den wir freien müssen. Oh. Wir müssen tatsächlich jetzt gegen den kämpfen. Als ich gehört habe, dass die Zauberin dich überfallen will, bin ich sofort hergekommen. Aber keine Sorge, diese feige grüne Kröte wird kein Problem für uns sein. Hoffe ich einfach mal. Na, zeig mal, was du drauf hast. Okay, du dashed. Okay, er kann auch mich schubsen. Ich glaube, ich muss ihn in die Lava schubsen. Ja. Ah, okay. Und Shyla haut ihn ein auf die 12. Wow, wow, wow. Der hat ja richtige Special Moves drauf, der Gute. Wow, der Trick ist gemein. Der Trick ist gemein, mein Guter. Das ist ein Schäfchen. Ich will das Schäfchen haben. Wo ist das Schäfchen? Da ist das Schäfchen. So, jetzt haben wir zumindest Spark schon mal wieder. Ja, ja, jetzt lachst du. Ich lerne auch dazu, mein Guter.
jetzt kann er auch noch Feuer spucken. Oh Gott. Das war dämlich. Ja, das Schäfchen nehme ich gerne mal mit. Wow, okay, dann macht er das dreimal. Mhm, okay, gut. Lol, der steht doch schon gar nicht mehr da drauf. Okay, einfach enge Kreise rennen und dann erwischt er uns auf jeden Fall so schon mal nicht. Glaube ich schon mit diesen Flammen, genau. Oh, war ich ein Ticken zu früh. Dazu. Und Scheiler, go for it. Oh ne, er geht direkt unter. Jetzt ist Schluss. Ja. Und damit haben wir Grayson befreit. Mit Regenbögen. Reisen wir zurück nach Gartenstadtwelt. Okay, okay. Beziehungsweise hier waren wir noch gar nicht, ne? Nee. Nein! Nein, 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 hier bleiben. Okay, Drache, du hast länger durchgehalten, als ich erwartet habe. Aber du hast nicht die leiseste Ahnung, was noch auf dich zukommen wird. Ich schlage vor, du nimmst deinen Katzenfreund und sämtliche Eier mit, die du gefunden hast, und verkriechst dich nach Hause, solange du noch kannst. Das rate ich dir zu deinem Besten. Mm-mm. Ich bleibe schön hier und rette weitere Drachen. Vor allem müssen wir noch den kleinen Pinguin befreien. Oh Gott.
Das sind die goldig, diese Häschen. Und den Dave. Schau mal, die brauchten nicht 500 Edelsteine bezahlen, damit sie unter Wasser irgendwie atmen können oder so, ne? Schweinerei, alles kleine Cheetah-Dragons. Ah, und hier haben wir noch einen IRD. Den schnappen wir uns jetzt erstmal als erstes hier. Und haben damit Trixie. Na, guck mal, da oben steht er. Womit wir jetzt den Pinguin befreien können. Ah, mein guter Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen Vogel dabei erwischt, wie er Raketen in ihrer Feuerwerksfabrik gezündet hat. Aber ich gebe ihn frei. Vorausgesetzt, du bezahlst seine ausstehenden Geldstrafen. Okay, 700. Ach, was für ein Trottel. Das heißt, es ist etwas weit, weit Besseres, was du tust, als was du je getan hast. Und so weiter und so fort. Du verstehst schon. Ja, sieh zu, dass du Land gewinnst, mein Guter. Wachtmeister Bird, 90068. Erwarte Befehle, Sir. Ich glaube, die bekommst du von deinem Kommandanten. Hey, was ist denn das? Die neueste Militärausstattung. DBX-9 Raketenwerfer. Hochmodern. Warum bist du nicht damit geflohen? Weil ich begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Oh, finde ich gut. Feuerfrei. Perfekt. Sag mal, woher kommst du? Ich dachte, Drachen wären seit Jahren ausgestorben oder so. Tja, die Nachricht von unserem Aussterben ist etwas übertrieben. Wir wollten nur mal unsere Ruhe haben. Also, wenn du Ruhe haben willst, halte dich erstmal von meiner Heimatwelt fern. Ich werde wohl wochenlang Rinoxe wegsprengen. Wiedersehen! Der ist cool drauf. Okay. Das heißt, wir können jetzt dann quasi wieder eine Heimatwelt zurück, um dann da alles auf 100% abzuschließen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt schon mal gerade hier sind, versuchen wir alles hier mitzunehmen, was gerade geht. Also alle Edelsteine und Eier. Wie viele haben wir da noch? 3 Stück haben wir hier. Das Jäger? Mal gucken, was der gut hat. Wenn du erklimmbare Leitern oder Wände siehst, spring einfach darauf und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Mhm, okay, also klettern können wir weiterhin auch, das ist gut. Schau mal, sogar ein asiatisches Tor gibt's hier. Hi Spyro, das hier ist ein super Flammen-Power-Up. Du wirst mehr davon in allen Welten verstreut finden. Probier es aus und zerbrich die Pflanztöpfe hier. Ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Rinox in einem davon ein Ei versteckt hat. Okay, bin ich sofort dabei. Matt. Tada! So, aber ich habe gerade, wenn ich nicht ganz
gänzlich falsch geschielt habe, habe ich da oben noch ein Ei gesehen. Nee, okay, war kein Ei. Doch, doch ein Ei. Mal gerade hier alles mitnehmen auf der Ebene. Modesty? Modesty? Die Animation hatten wir auch noch nicht gesehen. Das Portal öffnet sich, wenn wir das Dingsbums da drüben treffen. Spuck doch mal diesen Stein darauf. Kadabum. Zaubertürme. Haben wir da nicht schon durch? Was haben die denn jetzt schon wieder für Probleme? So, was fehlt uns hier noch? Uns fehlen noch 75. Ich habe auch noch kein lilanes Portal gesehen. Oder vielleicht gehört die Heimatwelt, glaube ich, von dem Pinguin gehört auch mit dazu, ne? Noch 48. Ach, schau mal, da oben ist auch noch ein Edelstein. Oh. Was mir gerade einfällt, wo ich das Schild sehe, gab es nicht auch Schilder für Explosiv für Sparks? Ui, wie kommen wir denn da hin, bitte? Nur von der anderen Seite, glaube ich. Oh. Sogar eine Höhle hier. Jo, die Musik passt gerade richtig zum Rhythmus. Und hier haben wir noch einen Mingus. So, die Dracheneier haben wir schon mal alle. Aber uns fehlen noch 21 Edelsteine. Da oben ist auf jeden Fall ein roter. So, mal gerade gucken. Kommen wir bestimmt erst von der anderen Seite dran. Gucken, ob es hier auch was zum Tauchen gibt. Scheint aber nicht so. Treffen wir später wieder. Mhm. Damit fehlen uns jetzt noch 20 Edelsteine. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht mit dem. Ne, mit dem Schild können es nicht zusammenhängen. Wegen die andere Welt konnten wir ja auch abschließen. Ah, hier ist noch ein Fünfer. Okay, Sparks. Wo sind noch welche? Zeig mal. Ah, hier im Wasser. Oh ja. Stimmt,
stimmt, hier drin waren wir noch gar nicht. Aber auch hier haben wir, glaube ich, nicht alle Edelsteine, ne? Nein. Es fehlen jetzt noch 15 Stück. Ich glaube, ich habe eine Vase hier gesehen, oder? Nee. Hier ist ein Eingang. Okay. Hätte ja sein können. Aber Sparks zeigt da drauf. Okay, hinter dem Wasserfall schon mal nichts. Oh, warte mal, vielleicht direkt hier. Nee, auch kein Tunnel. Okay, Hier lässt sich auch nichts durchbrechen. Du bist dir sicher, Sparks, da soll was sein. Müssen wir aber nochmal rumlaufen. Ah, hier ist noch ein Trümmer. Ah, das war der letzte. Okay, super. Dann können wir zurück in den Schmelzkrater. Weil wir haben ja jetzt den Pinguin befreit. Und dann haben wir da auch alles auf 100%.